Laufen an der frischen Luft tut einfach richtig gut. Ja, Anna, hat Spaß gemacht. Schau mal, Hans, am 21. Juli ist wieder Trikottag der Sportvereine. Hoffentlich machen viele Kinder und Jugendliche bei dieser tollen Aktion des BLSV und seiner Sportfachverbände mit. Was sollen die Kinder denn machen? Sie sollen in der Schule, ihrer Freizeit und im Verein ihre Trikots anziehen und so Farbe für ihren Verein bekennen. Das macht auch mit Abstand Spaß. Das ist ja eine super Idee. Genau. Und tolle Preise gibt es auch zu gewinnen. Dafür muss am Trikottag ein Foto der Kinder und Jugendlichen gemacht und an den BLSV geschickt werden. Das ist alles? Nicht ganz. Um den Sonderpreis, einen Imagefilm von Bildschnitt TV oder einen von 30 hochwertigen Trikotsätzen von Oweo zu gewinnen, sollen die Teilnehmer ein Bild ihres selbstgestalteten Traumtrikots mitschicken. Wie geht das denn? Das ist ganz einfach. Du gehst im Internet auf www.oweo.de, wählst deine Sportart aus und gehst dann zum 3D-Konfigurator. Hier findest du viele verschiedene Trikotdesigns zur Auswahl. Wenn du dein Lieblingsdesign ausgewählt hast, passt du es noch farblich an deinen Verein an. Das ist ja wirklich kinderleicht. Stimmt. Jetzt kannst du auf dem Rücken noch euren Vereinsnamen hinzufügen. Und vorne auf der Brust platzierst du euer Logo. Natürlich direkt überm Herz. Und fertig ist dein Trikotentwurf. Klasse. Der Trikottag ist wirklich eine super Aktion. Wer unterstützt den BLSV eigentlich dabei? Außer Oweo als Trikotsponsor engagieren sich auch die Sportversicherung ARAG und die Bewegtbildagentur Bildschnitt TV. Neu dabei ist der BKK-Landesverband Bayern, der bereits das Projekt Bärchen fördert. Bärchen wurde als präventives Sportangebot speziell für Kindergartenkinder entwickelt, damit sie mit Spaß an der Bewegung an den Sport herangeführt werden. Allen Partnern ist wichtig, das Zusammengehörigkeitsgefühl in den Vereinen zu stärken. Und wie kann ich helfen? Motivier doch deine Vereinsmitglieder über Social Media oder eure Vereins-Homepage zum Mitmachen und erinnere die Teilnehmer daran, beim Gewinnspiel die dafür vorgesehene Einverständniserklärung mitzuschicken. Die können Sie sich auf der Seite www.trikot-tag.de herunterladen. Das mache ich gerne.